So, hallo, wir machen weiter. Bei Mario Maker 2, da jetzt ein paar Tage schon wieder vergangen sind, gucken wir auf jeden Fall als erstes in unsere Liste rein. Und wenn in der Liste nichts ist, dann könnten wir Versus eigentlich mal wieder machen. Versus haben wir schon eine Weile nicht mehr gemacht. Mal gucken, wir probieren es ein bisschen aus. Ja. Oder eine Expertwelt. Könnte auch sein. Ich denke eher Versus. So. Level aus aller Welt. Müsste nicht die Auswertung vom Ninchi-Ergebnis. Ha! Ja, die Ninchi-Ergebnisauswertungen sind da. Ach so, das ist aber hier wieder nichts richtig Wichtiges. Aber wir können das Ergebnis uns kurz anschauen. Ja. Boah, das ist doch, ne, da sehen wir uns. Das ist doch in Ordnung. Das ist doch in Ordnung. Also, da bin ich dafür. Unter den besten 1000, da kann man schon mal sein. Sehr schön. Okay. Dann, ja genau, hier die Liste. Plopp. Karamelldanzen. Oha, schon ewig nicht mehr gehört. Chosen hat mal wieder was gebaut. Joris Level for DGA. Hashtag DGA. Was zum. Okay. You are the monster. Okay. Ghosts in a Shell. Inflated Ego. Wintervolley. Ja, der Rabaros Bowser. Wait, aber das. Ich bin schon wieder verwirrt. Das sind doch. Habe ich so. Ich habe das doch schon mal gesehen, diese. Ach so, jetzt sehe ich wieder den Rest nicht. Ich könnte jetzt wieder schwören, dass ich zum Beispiel Pyramid of Patience schon mal von ihm gespielt habe. Ah, das ist so doof gemacht, dass man nicht sieht, ob irgendwas ein Reupload ist. Das muss man entweder muss man in die Beschreibung schreiben und ansonsten wird es nicht angezeigt. Ich könnte schwören. Wir gehen mal kurz rein. Wenn das dieses Level ist, wo man so nach oben, mehrere Stufen nach oben gehen muss, dann haben wir das schon mal gespielt. Wenn es was ganz was anderes ist. Ja, nee, das ist das hier. Aber das hatten wir. Das ist das, was ich meine. Das ist das, was ich meine. Wenn ihr was neu hochladet, schreibt es bitte in die Beschreibung. Ich komme sonst überhaupt nicht klar. Es nützt mir nichts, weil er mich nicht hört, aber. Auch Wintervolleyball haben wir schon mal. So weiß ich halt überhaupt nicht mehr, was ich schon gespielt habe und was nicht. Ah, das ist so dumm. Ich glaube, auch das haben wir schon mal gespielt. Das war das, wo Yoshi Rache genommen hat, ne? Das haben wir alles schon mal gespielt. Und das jetzt steht jetzt hier als neuer Upload, weil er es halt wahrscheinlich was verändert hat. Aber dadurch wird es hier als neuer Upload angezeigt. Und er schreibt aber jetzt nicht rein Version 2 oder sonst was. Ah, nee, das. Oh, da würde ich. Also von Rabaros haben wir praktisch nichts zu spielen, weil es alles Reuploads sind. Also haben wir Sonne, Chosen und WBC. Okay, also Sonne. Joris, 4 Jahre alt, made this level for DGR. Okay. I should talk in English now. Nein, das lasse ich lieber. Ja, ich könnte jetzt wirklich einen auf DGR machen. Okay, nein, ich kann nicht gleichzeitig. Ich merke gerade, ich wollte jetzt wirklich versuchen. So ein bisschen DGR-technisch, ne? Aber ich kann mich darauf überhaupt nicht konzentrieren. Ich kann mich darauf überhaupt nicht konzentrieren. Oh, kann man unter Wasser eigentlich auch? Oh, es geht unter. Okay, ja. Ich hätte jetzt ge. Oha, ich hätte jetzt gedacht, man kann mit dem Torpedo den Fisch wegzünden. Kann man nicht. Der Fisch frisst einen mit Torpedo, der hat ja richtig Hunger. Der hat ja richtig Hunger. Was ist da drin? Yo! Okay. Dann nehmen wir das jetzt mal nicht mit.
Kann ich irgendwie kurz treffen? Verdammt. Das war nicht. Ich will aber kurz. Kann mich irgendwer kurz treffen? Perfekt. Hä, wo kommt denn jetzt der Schlüssel her? Wann habe ich denn den Schlüssel bekommen? Das ist ja interessant. So, ich wollte gucken, was in dem Block drin ist. Jetzt muss ich die erstmal hier loswerden. So. Und. Ah, ein Hammer. Kann man unter Wasser eigentlich? Lol. Aber ja, es ergibt Sinn, dass die nach oben steigen. Was ist das? Ah. Ja, was ist das eigentlich? Hä, jetzt kann ich nicht mehr... Hä, aber die kann ich nicht... Ah, jetzt! Ach so! I see, I see. Ach stimmt, so hätte ich es auch loswerden können. Ja. Okay, ah, nee, so mache ich die kaputt. Aber ich nehme an, was da... Was ist da so drin? Aber wir sehen es leider nicht. Was ist da drin? Ach so! Da wären mehr von denen drin gewesen, okay. Hier auch? Ja. Tschüss, P-Switch. Zack, okay. Gut, den kann ich drücken. Oh, ich hatte einen Schlüssel, habe ich gar nicht... Ah, was ist... Oh Gott, was ist denn hier los? Okay. Ach, das ist... Also, okay, wir... Okay. Führen die Boxen einfach nebeneinander? Ne, wofür? Ja, ja, Tatsache. Die führt einfach hier nebeneinander. Okay. Okay, okay. Ich verstehe, wo wir sind. Ich verstehe, wo wir sind. Ich würde gerne... Nein. Genau das würde ich gerne. Okay. So, wir gehen mal hier den sicheren Weg. Ich wollte eigentlich nämlich an den Goomba ran. An den Goomba-Kopf. Nein, nein! Okay. No more Mr. Nice Guy. No more Mr. Nice Guy. So. Okay. So, jetzt will ich... P-Switch, lass mich da durch. Das da haben. Sehr gut. Und jetzt lassen die mich nämlich alle in Ruhe. Hoffe ich. Ja, jetzt haben die nämlich hier alle Respekt vor mir, wie sich das gehört. Was ist hier drin? Achso. Das fährt hier hin. Wo fährt das so hin? Ah, okay. Gut, dann haben wir hier, yo! Die haben noch keinen Respekt vor mir. Die ziehen hier trotzdem einfach, oh mein Gott. Die ziehen hier trotzdem, kann ich rum? Ja. Oh Mist. Aber ich habe meinen Goomba geopfert dafür. Aber ich kann die um... Okay, ich kann sie nicht mehr umdrehen. Kann ich unter Wasser auf die drauf? Ah ja. Sehr gut. Okay, wir gehen den gefährlichen Weg. Wer ist oben auch gegangen? Nee, den musste man gehen. Huch. Oha, okay. Den musste man gehen, den Weg. Okay, okay, okay. I see. Oh, jetzt gibt's Münzen. Das sieht nach Ende aus. Jetzt gibt's Münzen. Yay. Die nehmen wir aber alle mit jetzt hier. So, ne, alle nehmen wir nicht mit. Bin reich. Ich muss Münzen sammeln. Das Ding hat eine Mission. Ich sehe das jetzt erst. Ich muss... Oh, Mist. Oh Gott, ich... Oh, alle Münzen oder... Oh Gott. Oh nein. Ich... Oh, ich habe 100... Oh, Hilfe. Ich habe 100%ig Münzen verpasst. Oder sind hier einfach alle 182? Oh, yes.
Joris ist gnädig und versteckt hier alle Münzen. Sehr gut. Sehr gut. Ich sag noch so aus Spaß, wir sammeln alle Münzen ein, ne? Wait. Ach so, ich bin blind. Hier ist mein Ziel. Okay, 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 okay. I see. Wuhu! Gut, ja, schönes Level. So. Jetzt, Rekordjagd. Die 1,19 kriegen wir. Die 1,19 kriegen wir. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür der P-Switch ist. Oh, der P-Switch ist natürlich, dass ich schneller schwimmen kann. Für Leute, die Rekorde jagen, für die ist der P-Switch. Perfekt. Ah, nein, der hätte ich eher runtergemusst. Ah, das war doof. Da muss ich dran denken. Ah! Jetzt, okay. Sehr schön. Okay, jetzt. Irgendwie hier möglichst in einer guten Struktur durch. Das ist jetzt tatsächlich für, ne, wenn man jetzt auf Speedrun macht, ist das jetzt tatsächlich hier sehr wichtig, eine gute Strategie zu haben, um die Münzen zu sammeln. Aber ich glaube, so geht's am schnellsten. Ich wüsste nicht. Man kann wahrscheinlich drei Reihen. Okay, man kann drei Reihen auf einmal mitnehmen. Ja. I see. Okay. War das jetzt schneller als die eine Minute? Bin mir nicht sicher. Yes. Okay. Sehr schön. Dann, ich habe Angst. 7 von 10. Ja, das wird nix. Aber den Hinweis, da nehmen wir hin. Nehmen wir an. Allerdings weiß natürlich keiner, wer Conan ist. Und ich weiß nicht mehr, wo die Taste ist, um zu propellern. Sehr gut. Da ist die Taste zum Propellern. Ja, das war jetzt nicht so gut. Vor Freude springe ich in die Lava. Okay. Ich würde ja gerne... Ja, wir probieren es einmal aus. Okay, man kann da nicht rein. Aber was tut... Oh mein Gott, ich bin so doof, ne? Das gibt's doch nicht. Okay, so. Ich nehme an, ich darf nicht nach oben. Ich muss immer wieder gegen den Swamp bouncen. Oh, ich fürchte, das ist das ganze Level-Konzept. Oh Gott, was? Oh Gott. Wie ist der Rekord? Wie ist die Zeit? Ach so. Das ist unclear. Na gut, es ist neu und ja. Oh mein Gott, dieser Anfang! Nix für Menschen wie mich. Nix für... Vor allem, es ist einfach dumm, ich kann dreimal propellern. Warum propeller ich nicht dreimal? Einfach hier, zack, zack, und alles ist easy. Warum mache ich's nicht? Hier das Gleiche, ich kann so oft propellern. Ja, dann geht das nämlich auch. Was? Nein! Ah, ich versteh's! Oh, ist das gut!
Oh, ist das gut! Wir kommen zum Midway Point. Wir kommen zum Midway. Wir kommen zum Midway Point. Die DGA-Garantie. Nein. We will reach the Midway Point. But not this one. Oh, ich darf nicht zu viel mit DGA machen, dann dreht mir Counter durch. Der mag den nicht. So. Okay. Also, das ist. Nein, ich bin so doof. Das ist so gedacht, dass man aushalten muss und man kann immer wieder sich den Propeller zurückholen. Wenn man gut ist. Natürlich nur. Das hat nicht hingehauen. Aber wie habe ich denn die jetzt erledigt? Das war ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass das so geht. Habe ich mich in die Reihen propellert? Ging das? Oder habe ich mich von oben? Ah! Okay, interessant. Wir lernen hier lauter Dinge. Okay. So. Ah, ich glaube, ich kann sogar. Kann ich verhindern, dass die Box losfährt? Ja, nice! Dann würde ich jetzt nämlich. Okay, das war dumm. Dann würde ich jetzt nämlich mal was probieren. Das war nicht, was ich probieren wollte. Ach so, okay, dann bin ich irgendwie draufgesprungen. Okay. Nee, dann bin ich irgendwie so drauf, also bin ich über sie drüber und dann irgendwie so leicht draufgesprungen. Ja, okay, das kann ich mir schon eher nachvollziehen. Okay. Dann ist es doch nicht so, wie ich gedacht habe. Dann hat sich das mit dem Probieren auch erledigt. Wow, das war nicht, was ich tun wollte. Nicht ganz. Okay. Trotzdem hätte ich gerne, dass die Box da bleibt. Alleine, weil ich die halt als Sicherheit habe. Falls es schief geht, kann ich darauf nämlich nochmal landen. Das war der Plan. Den kann ich auch umsetzen, wenn ich nicht komplett dumm bin. Dann kann ich den Plan auch umsetzen. So. Oha, das war ein bisschen knapp, fast schon. Okay, sehr gut. Jetzt dürfte es eigentlich kein Problem hier bereiten. Sehr schön. Midway Point it is. Okay, da darf ich nur zweimal drehen. Okay, schauen wir mal, was jetzt alles noch so kommt. Aber ich bin schon zufrieden, wir haben den Midway Point. Ja.
Ah, okay. Ich muss die Kanonen den Dings dahin schicken. Ups. Not like this. Aber die eine Pflanze könnte ich sogar loswerden, wenn das so funktioniert, wie ich mir das denke. Okay, ich bin zu ungeduldig. Ich muss hier warten. Ich muss hier warten am Anfang. Dann warten wir am Anfang. Jetzt geht's los. Ja, oder auch nicht. So nämlich. Geht's los. Jetzt war. Wobei, das ist ein bisschen. Ah, das könnte mich in die Stachel drücken, wenn ich die Pflanze kaputt mache. Ja, das funktioniert wahrscheinlich nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, aber du kannst jetzt da reingehen und alles ist easy. Jetzt müssen wir noch aushalten, bis die hier wieder weg ist. Nein, ich wollte. Und ich wollte gerade sagen, aber das sollte nicht das Problem sein. Spoiler, es ist das Problem. Wow! Okay, ich hätte es noch retten können. Ich hätte den noch nutzen können, um an das Ding wieder ranzukommen. Theoretisch hätte ich es noch retten können. Habe ich aber schlecht gemacht. Nein! Jetzt kann ich es nicht mehr retten. Jetzt kann ich es nicht mehr retten. Schade. Ja, das hat, da war ich zu, habe ich zu lang gewartet. Why? No. Come on. Wieso komme ich jetzt nicht wieder durch? Ah, wir waren vorhin schon so nah dran, durch die Box zu gehen. Und ich weiß ja nicht, danach geht es auf jeden Fall noch weiter. Da wird noch mehr Stuff kommen. Das ist das, was mir natürlich Sorge bereitet. So. Ah, ich hatte keinen Dreher mehr. Schade. Oh no! So, jetzt einfach nur aushalten. Okay, easy. Was kommt jetzt? Ich habe es zu spät realisiert. Okay, ich würde hier wieder versuchen, die Plattform stehen zu lassen. Aber ich habe gesehen, was los ist. Ich habe gesehen, was los ist. Das war jetzt dumm. Die
Ich hab die Pflanze weggezündet. Ich hab die Pflanze mit der Kanone weggezündet. Lul. Das ist ja lustig. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Was kommt da denn noch alles? Was kommt da denn noch alles? Hilfe! Hilfe! Ich bin jetzt ungeduldig. Das hat nicht hingehauen. Komm, zünd wieder die Pflanzen weg. Nein! Hier! Und gehst du? Dummes Ding! Komm hier runter und dann hier hoch. Jawollo! Jetzt einmal hier ran. Nein! Oh. Schade. Das hat nicht hingehauen, wie ich das gerne gehabt hätte. Nein! Ach, weil ich... Ja, ich verstehe. Ich hab einen großen Fehler gemacht. Ich sollte die Plattform nutzen, damit ich meine drei Sprünge am Anfang habe. Ich hatte gerade keinen Sprung mehr. Also keinen Spin mehr. Das war natürlich doof. Das war nicht, was ich wollte, aber ich habe mich gerettet. Na, ich hasse meine Ungeduld. Ich hasse meine verfluchte Ungeduld. So. Kann ich trotzdem direkt drüber drehen. Ja, jetzt habe ich sie ausgelöst, egal. Jetzt ist es aber wurscht.
Oh Gott, der war gefährlich. Aber wie weit ist das jetzt hier? Okay, bis hierhin. Und was? Oh, was muss? Oh no! Ich hab's nicht verstanden. Ich muss mir das in Ruhe angucken. Aber es hat ja einen Grund, dass da in der Röhre immer eins rauskommt. Das heißt, man muss da wahrscheinlich immer wieder hin. Oh Gott, jetzt kommt wieder so viel auf einmal. Das alles nochmal machen. Was musste man dann da drüben? Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Da waren Pflanzen, da waren Mäuse, da war so viel Zeug. Ich habe das überhaupt nicht gesehen, was man da von mir will. Ah. Oh Gott, das war gerade viel zu riskant und knapp. Oh mein Gott! Was? Na! Sie haben eine neue Nachricht erhalten. Ja, danke. Das hat mich ja gar nicht aus dem Konzept gebracht jetzt. Dachte, erst vielleicht ist irgendwie Aufnahme abgebrochen oder so. Nein, ich habe eine neue Nachricht erhalten. Wir gehen noch eine Runde. Wir gehen noch mal eine Runde raus hier. So. Ach Gott, ey. Komm, mach dich weg. Boah. Der hat sich jetzt aber auch Zeit gelassen, ne? Okay, was ist jetzt hier los? Oh, no. Ich verstehe nicht, was ich tun soll. Ich glaube, ich verstehe, was ich tun soll. Ich glaube, ich verstehe, was ich tun soll. Ja, ich glaube, ich verstehe, was ich tun soll. Oh, no. Oh Gott, aber... Ich weiß halt nicht, wie lange das Level noch ist. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Nein! Geh weg! Das Problem ist ja, dass Chosen immer diese Eigenschaft hat, Dinge möglichst lange zu machen und ich das nicht mag. Also, eigentlich hätte man doch nach dem Abschnitt dann auch sagen können, okay, du hast was erreicht, hier ist das Level zu Ende. Oh Gott, nein, nein, nein! Oh. Dang it! Oh no! Dang it. Yeah.
Dang it. Nein! Jetzt komme ich nicht mehr ran. Oh, wait. Ah, das haut nicht hin. Aber es war ein Versuch. Es war ein Versuch. Ja, was machen wir jetzt? Machen wir hier Break und im nächsten Part weiter oder machen wir den Part länger? Ich will das auf jeden Fall weiterspielen. Ich werde dieses Level weiterspielen. Also, da ist jetzt, ach, komm schon! Ach, das gibt's doch nicht. Nein! Erst wieder warten, bis das ausläuft. Jetzt aber. Das hasse ich. Der hängt sich an die Wand und rutscht runter und geht aus diesem Schwebemodus raus. Ach, Mario, ey. Lass das. Da musst du nur so ein bisschen die Ecke berühren und der geht aus dem Schwebemodus raus. Das ist mir bei der Röhre da oben jetzt auch schon mehrmals passiert übrigens. Nein, ich habe keinen Dreher mehr. Also ich würde sagen, wenn wir bis 45 keinen brauchbaren Fortschritt haben, machen wir das beim nächsten Mal weiter. Aber bis 45 finde ich es noch vertretbar, wenn der Part ein bisschen länger wird. Genau das meine ich. Genau das. Hey. Als ob es Sinn ergeben würde, dass man an der Wand nicht mehr schweben will. So. What the heck? Das hat mich hingehauen. Komm her. Sehr gut. Ich kann mich nicht mehr drehen. Oh. Mist. Oh, 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 oh. Oh, gerade so. Oh ja. Das, hat nicht funktioniert.
8 Chancen, wenn er dazwischendurch noch irgendeinen Checkpoint. Aber wahrscheinlich ist das Level halt so lang, dass da sowieso nochmal ein Checkpoint kommt, aber halt hier noch nicht. Und dann macht es mir große Sorge, was noch alles kommt. Weil er hört ja eben nicht auf mit 2 oder 3 Sachen. Nein, es muss ja immer noch mehr kommen. Auch hier muss ich echt aufpassen, immer nicht die Wand zu berühren. Weil ja genau das Gefährliche ist. Wow! Oh Gott! Der Safe. Genau deswegen wollte ich diese Box da lassen. Genau wegen solchen Geschichten. Nein, es hat nicht gereicht. Eins noch rüber. Ich hab's ja verstanden, was ich tun muss. Ah. Eins hätte ich noch gebraucht. Okay, jetzt kann ich es nicht mehr nutzen. Jetzt muss ich die aktivieren hier unten. Nee. Nein. Okay, jetzt kann ich es nutzen. Und hab die Box da unten jetzt noch für den Notfall. Falls ich wieder kompletten Müll mache gleich. F. Wie gesagt, die Sorge ist halt, es gibt noch einen zweiten Checkpoint und den wird er eingebaut haben und dahinter wird nochmal Level-Teil kommen. Und es wird nicht einfacher als das hier werden. Ich hoffe halt, wir schaffen es überhaupt, sonst ist das hier gerade komplett useless, was ich tue. Nein! Oh, Mann! Ich werde zu nervös, wenn wir jetzt nicht aufhören. Wir machen im nächsten Part hier weiter. Danke fürs Zuschauen!